Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Schatten des Krieges. Heute wollen wir eine Herausforderungsfestung machen und das ist mal so eine, da könnt ihr mal sehen, was richtiges Farming bedeutet, denn der liebe Fadenmann, Grüße gehen an dich raus, mein Lieber. Ich wollte sie gestern schon angreifen, hatte aber gestern überhaupt gar keine Zeit dafür, das ist... Da gab es ein paar Zwischensachen passiert. Also es ist folgendes. Erstens, ich benutze hierbei kein Wasser von Lorien. Ich habe keine Verstärkung. Das heißt, ich habe keine Leibwächter. Ich darf auch niemanden rekrutieren. Ja, das wird knackig, ne? Also, ja. Als Oberherrn haben wir Horza, die Maschine. Das wird hart, ne? Dann haben wir Horza, den Schnitter. Brutal. Beim Fadenmann könnt ihr euch zu 100% gewiss sein, der hat die alle selbst geformt. Und das ist kein Scheiß. Alter Junge, guckt euch das mal an, was der hier zusammengestellt hat, ey. Das kann sich doch keiner, das kann, ey, also. Brutal. Einfach nur brutal. Also hier, die Bestie sieht natürlich, finde ich persönlich, am geilsten aus. Vor allen Dingen, weil das ja eigentlich der Körper von einem, wie heißt's? Von einem Albtraum oder sowas ist, nee, also der Traumfresser, nee, nicht Traumfresser, mal irgendwas, es könnte sein, dass es so ein Albtraum-Ding ist. Dann haben wir noch einen Grabstein, auch geil. Ich glaube, der Großteil von denen ist auch irre, also können wir uns nicht darauf verlassen. Alter, guck das mal, das ist einfach ein Fliegen, Flamme des Krieges. Ein Sturmbringer ist auch mit am Start, Flamme des Krieges, also ich sag euch so, wie es ist. Und das Krasse ist, die sind alle nochmal, das ist einfach einer mit der grünen Kriegsbemalung. Lol, das ist ultra selten. Grün ist richtig selten. Ruck, der Kämpfer. Es ist. Boah, das sieht aber auch geil aus hier mit dem Gelb. Nice. Sag mal, da musst du mir mal sagen, hast du irgendwie so mittlerweile das irgendwie gehackt, dass du da die selbst so zusammenbasteln kannst? So wie so eine Charaktererstellung wie bei Sims oder sowas? Weil das ist ja brutal. Ronk, der Verlassene. Krimp, der Schamlose. Das ist, ja. Boah, Amuk der Edle. Besonders geil ist, dass das hier so einer mit dieser speziellen Maske ist. Wir haben hier echt ein paar, so, einzeln sind die, werden die schon brutal sein. Also ich weiß echt nicht, ob wir das heute in einem Video schaffen. Vielleicht werde ich es, also cutten vielleicht sowieso. Aber, vielleicht werde ich es ein wenig, na, wie heißt's? Genau. Was mir gerade einfällt, ich könnte ja theoretisch das meinem Charakter. Wir machen vielleicht zwei Videos sogar draus, damit ich zwischendrin auch nochmal auf die Toilette gehen kann. Das wäre ja schon nicht verkehrt. Wir haben ja auch hier. Wir haben jetzt den Hammer von Eriki und wir haben nicht das Wasser von Lorien. Wir werden heute ein bisschen was hier nehmen. Spinnenschwarm. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Gegen die meisten sind Spinnen nicht immun. So. Es gibt hierbei wirklich nur eigentlich nur einen richtigen Weg hier durchzukommen. Indem wir. Ich muss mal einen Hammer einsetzen hier. Das, und Untote sammeln. Es könnte auch. Ich sorge hier auch mal für ein bisschen Stress. Oh, lol. Okay, jetzt der erste schon mal erzürnt. Wenn die Berserker nämlich ausrasten, habe ich mehr Chancen, als wenn sie es nicht tun. Okay, geil. Der Drache verfolgt mich schon mal. Das ist nicht so geil. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Ah ja. Da haben wir schon mal eine Dings in der Schwachstelle. Theoretisch wäre das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich nutze den jetzt einfach mal aus, den Kerl hier. Ist dir nicht gut, Waldläufer? Du siehst gerade.
Alles klar, Junge. Das ist ja übel. Das ist fast schon eine unmögliche Challenge eigentlich. Aber wenn die verrückt sind, lernen die meistens nicht dazu. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht. Aber die greifen sich auch nicht gegenseitig an. Das ist halt, ja, dezent scheiße, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin halt hier völlig allein, ne? Das ist. Ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus, um hier einen Weg durchzufinden. Wieso greift der nicht an? Wieso greifen die sich untereinander nicht so an, wie ich das eigentlich gerne hätte? Ah, durch Feuer geht's auf jeden Fall. Mit Feuer können wir sie auf jeden Fall ein bisschen. Ah! Jetzt habe ich ausgerechnet den getroffen, der nicht, der immun gegen so eine Schleichhandattacke ist. Das gibt's doch nicht! Auch noch ein Brecher, ne? Jetzt sind zwei erzürnt, das ist schon mal. Oha. Boah. Scheiße, Mann. Okay, ich glaube, das zu schaffen, das ist nochmal eine Spur für sich. Anfällig für Bestien. Zünd durch Kraux. Zünd durch Gift. Dekor durch Nekromant. Und gegen Beschuss sicher Feuer versteht's auf der Hut. Jawohl, das ist es. Das ist der Shit, auf den wir gehofft haben. Jawohl, jetzt haben wir's. Dieser Drache greift einfach. Jawohl. Das ist es, das ist der Scheiß, das ist der Shit. Ah, das ist schon wieder der Fuck. Hier auf dem Schlachtfeld hast du mich und so viele meiner Brüder verraten. Es gibt keinen besseren Ort für deinen Tod. Okay. Wieso ist denn der so schnell, ey? Das gibt's doch gar nicht. Die kloppen sich jetzt erstmal untereinander da. Das ist schon mal nicht verkehrt.
Der ist natürlich auch stets auf der Hut, was ein Scheiß. Ach, lol. Boah. Haben wir noch keinen gekillt. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Okay, die sind hier alle immun anscheinend gegen den Mist. Shit, Mann! Sau gut, da ist der erste tot. Es ist nicht der Häuptling, aber es ist immerhin einer. Gegen ist der anfällig gegen Bestien, bestialischer Rauch. Okay. Schusssicher, ach du Scheiße. Bisschen zähmer, ist das auch ein bisschen schlechter? Nee. Diese Festung gehört an. Okay, den ersten haben wir schon mal nach einer Viertelstunde. Was sind die eigentlich alles erzürnbar? Ich meine, so gefühlt gegen alles sind die erzürnbar, ne? Was ist bei dem Schleichangriffe? Zündisch Karakor? Zündisch Kraux? Schleichangriffe, Zündisch Karakor? Keine letzte Chance, das ist natürlich scheiße für mich, aber... Damit lässt sich theoretisch auch arbeiten. Sind sie erzürnt schon mal? Sehr gut. Jawoll! Nichts kann mich töten. Shit. Bring dich mir an. Hat er sich jetzt gerade so schnell wieder geheilt oder? Das ist nicht normal, ey. Das schaffe ich nie im Leben. Also, ohne Verbündete schaffe ich das nicht. Das kann ich jetzt schon sagen eigentlich. Also das... Ah, obwohl. Vielleicht doch funktionieren. Die schlagen sich jetzt gegenseitig. Hier den großen greife ich jetzt nochmal her. Ja.